Besonderes verdient für. Deutsche Konstitution gemacht, hat die polnisch-deutsche und deutsch-polnische Verständigung und Versöhnung im ganzen Jahr mitgestaltet, mächtig mitgestaltet hat, die ja auch in dieser Zeit und später bis heute enorm viel für die gesellschaftlichen Kontakte zwischen unseren Ländern gemacht hat. Ich freue mich sehr, dass die finanziellen Probleme des Institutes beinahe gelöst wurden. Wir haben uns auch selbst sehr dafür eingesetzt, dass das Fortbestehen des Institutes in der bisherigen Form garantiert ist und an sämtlichen Aktionen, die diesen Zweck eben gewidmet waren, konnte man messen, wie populär das Institut auch in den deutschen Verbänden ist. Und das ist ein großer Verdienst von Mitarbeitern des Institutes, zu denen als eine der tragenden Säulen des Deutschen Polen-Institutes Manfred Mack gehört. Er setzt sich seit über 20 bereits Jahren sehr energisch für die Popularisierung der polnischen Kultur, insbesondere des polnischen Theaters und der polnischen Literatur. Er hat da so in dieser Zeit, und es ist eine Generation der Polenkenner sozusagen großgezogen, aber diese 20 Jahre müssen in drei Generationen abgeteilt werden, weil das meistens junge Menschen waren. Und diese jungen Menschen können sie auch durch die Lehrbücher, eine einmalige Initiative, erreichen, die für die jungen Deutsche eine wichtige Quelle des Wissens über die polnische Literatur bis heute sind. In anerkennender Verdienste für deutsch-polnische Beziehungen hat der Präsident der Republik Polen, Herr Bronisław Komorowski, Herrn Manfred Mack, das Kavalierskreuz des Verdienstordens der Republik Polen zuerkannt. Und ich freue mich, dass mir heute die Ehre zuteil wird, Ihnen diesen Orden zu verleihen. Und nun möchte ich Herrn Arthur Becker uns dabei zu. Danke schön. Verehrter Herr Präsident Komorowski, verehrter Herr Botschafter Lawrenski, verehrte Damen und Herren, verehrter Manfred Mack. Stanisław Brzozowski, wohl der wichtigste polnische Philosoph der Moderne und Kritiker des Marxismus, schreibt in seinem Buch Ideen von 1910, die Existenz des Menschen ist unerklärlich. Sie ist ein kreatives Werk seiner eigenen Schöpfung. Lieber Manfred, schaut man sich deine Biografie und dein bisheriges Lebenswerk genau an, so muss man Brzozowskis These bestätigen. Du hast ein gewaltiges, ein bleibendes Werk geschaffen und die hohe Auszeichnung, das Kavalierskreuz des Verdienstordens der Republik Polen, darf nicht nur deine Freunde in unseren beiden Ländern mit Stolz erfüllen, denn sie ist für alle ein sichtbar gewordener Ausdruck deiner kreativen Kraft und schöpferischen Existenz. Wie hat denn aber alles begonnen? Warum hast du dich für diese und keine andere Geliebte entschieden? Warum ausgerechnet Polen und nicht Russland, das bei den Deutschen die Herzen schon seit eh und je etwas schneller schlagen lässt? Oder, wie man es im Polnischen in einem hoffnungslosen Fall zu sagen pflegt, was Polen angeht, bist du, lieber Manfred, wie eine Pflaume in das Kompott gefallen. Warum eigentlich? Ich will versuchen, diese und andere Fragen dir und Ihnen, verehrte Damen und Herren, zu beantworten. Manfred Mack, ein echter Schwabe, wie er über sich selbst sagt, ist 1955 in Göttingen geboren worden und bereits am Gymnasium hat er angefangen, Russisch zu lernen, was doch Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts, mitten im Kalten Krieg also, keine Selbstverständlichkeit war. Aber noch während des Studiums der Geschichte, der Slawistik und der Sportwissenschaft in Tübingen, wobei Russisch nach wie vor dominierte,
passierte ihm etwas Unvorhersehbares, Novellistisches sozusagen. Auf dem Weg nach Russland, wo er sich eigentlich weiterbilden wollte, machte er Halt in Polen und fuhr erst gar nicht mehr weiter. Seine geplante Reise in die Sowjetunion endete für ihn also nicht einmal auf halber Strecke. Und wenn sich auch heute Manfred Mark nicht für einen blind in Polen verliebten Bewunderer dieses Landes, sondern für einen kritischen Beobachter und Freund der Polen hält, so hat doch alles mit einer Liebeserklärung begonnen. Ja, lieber Manfred, du musst es heute zugeben, du hast dich damals ganz einfach in unser Polen verliebt, als hättest du dich in eine hübsche Polen verliebt. Was nach dieser Liebeserklärung folgte, verehrte Damen und Herren, ist beeindruckend. Die private Liebe zu Polen wurde nämlich bei Mark zum Beruf, oder, wie es einer seiner Söhne einmal ausdrückte, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, was für ein Glück. Als Student ging Manfred Mark nach Krakau und lernte Polnisch. Dabei hatte er schon auf seine ersten deutsch-polnischen Erfahrungen zurückgreifen können, da er sich bereits als Schüler für diesen schwierigen, geschichtsträchtigen Dialog eingesetzt hatte. Er besaß also ein Talent und eine Vorahnung für seine Bestimmung. Und es fällt sofort auf, prüft man die biografischen Daten unseres deutschen Ritters auf seiner polnischen Missionsreise auf inspirative und leuchtende Momente hin, dass Mark immer am richtigen Ort und zur richtigen Zeit in Polen gewesen ist. Er reiste regelmäßig in das Land, lernte seine Menschen kennen und schloss Freundschaften, die in den meisten Fällen bis heute andauern. Als die Solidarność-Bewegung entstand, setzte sich der junge Mann für deren Bekanntmachung in seiner Heimat ein. Er leistete bei seinen Landsleuten wichtige Aufklärungsarbeit, die vor allem die Geschichte Polens und die aktuellen politischen Themen in der damaligen Volksrepublik betraf. Es verwundert deshalb nicht, dass Mark während des Kriegsrechts Mitbegründer eines Tübinger Solidaritätskomitees wurde, dass er sich um die praktische und materielle Unterstützung der Menschen und Oppositionellen kümmerte und jeder, der diese schweren Zeiten persönlich miterlebt hatte, weiß, wie wichtig bundesrepublikanische Hilfspakete, die Konserven, die Druckerschwärze und die Ersatzteile für Radioempfänger damals gewesen waren. All diese Hilfe, die Solidarität aus dem Westen, hatte eine wichtige psychologische Wirkung gehabt, zumal sich so manch SPD-Politiker nicht so recht vorzustellen vermochte, dass wegen dieser unberechenbaren Streiks in Danzig das kommunistische Regime seine Vorgehensweise jemals ändern könnte. Mark war aber stets inmitten des ganzen Geschehens gewesen. Er übersetzte Texte polnischer Oppositioneller ins Deutsche und organisierte in Zusammenarbeit mit polnischen Dissidenten und Legenden jener Epoche, wie zum Beispiel Jacek Kaczmarski oder Severin Lundstein, verschiedene Veranstaltungen, und zwar sowohl für die Westeuropäer wie auch für die polnischen Emigranten. Und jeder erinnert sich an die sogenannten Kuriere, die aus dem Westen kamen, wie Weihnachtsmänner, und moralische und materielle Unterstützung für die Intellektuellen und Schriftsteller und vor allem für die Arbeiter leisteten. Auch Manfred Mark war ein Kurier gewesen und in gewisser Hinsicht ist er es bis heute geblieben. Seit Ende der 70er des vorigen Jahrhunderts ist nun dieser unerbittliche Kurier als Wissenschaftler und Dozent in der politischen Bildung tätig und hat in Deutschland für Hunderte, wenn nicht gar mittlerweile für Tausende Schüler, Studierende wie auch für ganz gewöhnliche interessierte Bürger Vorträge und Veranstaltungen zu polnischen Themen durchgeführt, ebenso zahlreiche Studienreisen nach Polen. Doch den eigentlichen Wendepunkt seiner Karriere als Vermittler zwischen den Welten und seines beruflichen Engagements für den deutsch-polnischen Dialog markierte die Begegnung mit Karl Detetius. Denn ausgerechnet im Jahr der Wende und der polnischen Transformatia begann Manfred Mark seine Arbeit am Deutschen Polen-Institut in Darmstadt. Und was hier wie ein Zufall erscheint, muss für Marks schöpferisches Leben geradezu als symbolisch betrachtet werden. Ein Unterstützer der polnischen Oppositionellen könne nur im Jahr 1989 seine Aufgabe vollenden. Es liege klar auf der Hand, würde Brzozowski sagen. Mark wurde unter Detetius wissenschaftlicher Mitarbeiter und Redakteur des 7000 Seiten starken Mammutwerks
des berühmten Panoramas der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Wie er es allerdings geschafft hat, der Decius Übersetzer Genius so hilfreich zur Seite zu stehen und in all den Jahren der redaktionellen Arbeit an dem gewaltigen Panorama psychische und ästhetische Harmonie und Unabhängigkeit seines eigenen Geistes zu bewahren, ist mir ein Rätsel. Zumal Max Arbeitszimmer im Deutschen Polen-Institut eher demjenigen eines intellektuellen Messes ähnelt, als dem des pedantischen Ästheten aus dem Schwabenländle, das doch Georg Wilhelm Friedrich Hegel hervorgebracht hat. Mit anderen Worten, die polnische Kulturgeschichte der letzten 150 Jahre hat in Darmstadt auf wenigen Quadratmetern ihren würdigen Platz gefunden. Und in diesem Papierwald behält der frisch gebackene Träger des Kavalierkreuzes des Verdienstordens stets die nötige Übersicht, was die zahlreichen Besucher des Instituts immer wieder in Erstaunen versetzt. Und man staunt auch über Manfred Max literarisches Gedächtnis und sein kulturgeschichtliches Verständnis. Man staunt über seinen aufgeweckten Intellekt, in dem schon seit fast 40 Jahren polnische Dichter und Denker ihren festen Platz haben, wie zum Beispiel Stanisław Jerzy-Lec. Er ist also kein Verwalter toten Wissens, sondern ein subtiler Empiriker. Du magst mir diesen marxistischen Begriff verzeihen. Der wissenschaftliche Mitarbeiter des Darmstädter Instituts hat aus seiner Leidenschaft für die polnische Literatur eine Tugend gemacht, allerdings eine deutsche Tugend, ist er doch ein Bildungsfreak, der aufklärerisch agiert, der eine aufklärerische und keine belehrende Stimme hat. Er ist ein unermüdlicher Rezitator und Propagator der Dichtung von der Weichsel. Er bringt sie seinen Landsleuten näher, eben auch in privaten Gesprächen und nicht nur bei seinen nicht enden wollenden Lesungen und Vorträgen in deutschen und polnischen Städten. Adam Mickiewicz, Wisława Szymborska und Julian Tuwim gehören zu seinen Lieblingen, genauso wie die stoischen Ironiker Gombrowicz, Miłosz und Herbert. Es darf also nicht verwundern, dass Max sich in den tiefen Gewässern der Literatur auch auf solche Projekte eingelassen hat, die man durchaus als megalomanisch und riskant bezeichnen könnte. Der ewige Kurier aus Darmstadt lässt sich jedoch um der Kommunikation willen auf solche bombastischen Projekte ein, weil er ganz genau weiß, welche Strahlkraft die Literatur besitzt, als Vermittlerin zwischen zwei fremden Welten. Die Zusammenarbeit mit Olga Łukasiewicz gipfelte in der erfolgreichen Vorstellung des romantisch-messianischen Werks von Mickiewicz. In der Tat, ein riskantes Unternehmen, das sich der deutsche, zum Idealismus neigende Geist stets schwer getan hat, wenn es um die Beurteilung der Rolle des romantischen Messianismus in der europäischen Kulturgeschichte geht. Doch auch in dieser heiklen Kombination hatte Marc Glück. Das deutsch-polnische rezitativische Vortragen der Texte von Mickiewicz entpuppte sich rasch als ein ästhetischer Genuss. Solche Projekte brauchen jedoch gute Geister. Bei all seinen Unternehmen erfährt Mack die ihm gebührende Unterstützung, vor allem von der Robert-Bosch-Stiftung, der es in erster Linie um eine hohe humanistische Qualität der geistigen Produkte geht. Bei gleichzeitiger Wahrung der kreativen Eigenständigkeit der geförderten Kulturvermittler, Wissenschaftler und Autoren. Apropos Autoren. Für einen Literaturwissenschaftler ist der Schriftsteller immer tot. Damit wird gewährleistet, dass das literarische Werk in den Vordergrund treten kann und nicht allzu sehr die Person. Auch in diesem Fall ist Manfred Mack ein Heretiker. Er macht alles anders, denn selten findet man in unserer föderalistischen, emigrantenreichen Republik einen Deutschen, der mit so vielen polnischen Schriftstellern befreundet ist wie Mack. Er besucht sie, er lädt sie ein und er diskutiert mit ihnen in seinem leidenschaftlichen Polnisch, und das beweist, dass jede Sprache lebendig, zerbrechlich und erfindungsfreudig ist. Und Max Pantheon der Lebendigen ist imposant. Antoni Pawlak, Leszek Szaruga, Natascha Gerke, Dariusz Muszel, Olga Tokarczuk, Andrzej Bart, Jakub Ekiel, Krzysztof Jerzenda, Szczepan Twardoch, Sylwia Hutnik,
Arthur Becker und so viele andere, die Namensliste ist lang genug, um normalerweise sofort rechtliche Schritte gegen diesen gefährlichen Literaturvermittler und Wissenschaftler zu unternehmen. Aber man würde mit seinem Klageversuch scheitern. Die Beweise für das erfolgreiche Ketzertum sind erschütternd. Allein in den Jahren 2012 und 2013 organisierte und leitete Mark fast 30 Lesungen und Vorträge in Deutschland und Polen. Und er war natürlich der Dozent und der Rezitator, der Moderator und ein Mädchen für alles. Zwischen 1981 und 2012 erschienen in Fachzeitschriften fast 30 Artikel, wobei es hier um ausgewählte und repräsentative Texte geht. Es sind auch drei wichtige Herausgeberschaften in seinem schriftlichen Werk zu finden, das solche Bücher umfasst wie zum Beispiel das erwähnte Panorama der modernen polnischen Literatur oder die Publikationen Karl Gedeckis und das Deutsche Polen-Institut Laudationes, Berichte, Interviews, Gedichte von 1991 und 20 Jahre Deutsches Polen-Institut Darmstadt, Bilanz und Ausblick von 2000. Hinzu kommen die unendlichen Seminare an deutschen Schulen und die sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit seinem verehrten Institutskollegen Dr. Matthias Kneip, die zahlreiche Lehrbücher und Hefte hervorgebracht hat, publiziert vor allen Dingen in dem Cornelsen Verlag. Im Juni 2014 folgte dann, was angesichts dieser ungeheuren Leistung im Bildungsbereich verständlich ist, der Maria Wawrykowa-Preis der Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission. Minutiös vorbereitete Ausstellungen zu polnischen Kultur und Geschichte und Internetaktivitäten unterstreichen noch einmal, wie breit gefächert Max schöpferisches Lebenswerk ist, und die statistischen Zahlen mögen an dieser Stelle reichen, um diesem Heretiker eine Absolution zu erteilen. Dass es dabei auch Niederlagen gegeben hat und nach wie vor geben kann, muss man niemandem erklären, insbesondere Mark nicht, denn man in einem Punkt die Leidenschaft absprechen muss beim Stellen von Anträgen, das immer jedes Mal ein bürokratisches Kopfzerbrechen bereitet. Wie jeden guten Gärtner, der bloß Gärtnern will. Und trotzdem ist er auch in dieser Sportart ein Vollprofi. Leider muss an dieser Stelle auch von ontologischen Niederlagen berichtet werden, was sich selbst in einer Laudatio nicht vermeiden lässt. Denn wenn jemand außergewöhnliche Freundschaften schließt, muss er auch mit dem Schlimmsten rechnen. 2013 verstarb Manfred Max guter Freund Zygmunt Januszewski, der geniale Grafiker, Zeichner und Buchillustrator, mit dem Max eine tiefe intellektuelle und künstlerische Freundschaft verband. Ausstellungen der Zeichnungen und Karikaturen von Januszewski zu organisieren, hat dem Kurier aus Darmstadt stets große Freude bereitet. Möge also der Swedenborgsche Himmel der Seele dieses alten Freundes leicht sein, wo auch immer sich dieser verklärte Ort befindet. Und noch etwas. Einmal im Jahr verschwindet Manfred Mack für einige Tage in ein Kloster, um zu meditieren und zu fasten. Dass er sich dann eine Auszeit von Polen und seinen beruflichen Aufgaben nimmt, will ihm sein Laudator nicht so recht abnehmen. Doch solche kontemplativen Ferien braucht, wie es scheint, selbst ein edler Ritter. Sehr verehrte Damen und Herren, wer ist also Manfred Mack, der heute ausgezeichnet wird? Pole, wer bist du, liegt uns schon auf der Zunge, da einem sofort der famose Buchtitel von Witold Wirpscher einfällt, wenn sich auch dieser Autor in den Kreisen der Exilzeitschrift Kultura aus Paris keines so guten Rufes erfreut hatte, obwohl er von Jerzy Giedroyc regelmäßig gedruckt wurde. Es ist eine nach wie vor schwierige Frage, die man nicht voreilig emotional beantworten sollte. Wenn Manfred Mack mit seinen Lobeshymnen auf die polnische Dichtung übertreibt, ist man versucht, ihn in Manfred Tuwim umzutaufen. Und wenn er sich auf die langen Nächte der polnischen Literatur einlässt, was auf dem gleichnamigen, einst von Albrecht Lemp und Liana Andrzejewska in Nordrhein-Westfalen initiierten Festival schon oft geschehen war, wendet er sich nicht selten vor der ein wenig koketten Behauptung seiner polnischen Freunde, er habe sich doch schon längst polonisieren lassen und sei nicht mehr objektiv. Er wehrt sich, indem er immer wieder in den Untergrund steigt und den deutsch-polnischen Dialog
aus einer unkonventionellen Vogelperspektive betrachte, von unten, mehr oder weniger in den Leichenkellern, wo die Deutschen und Polen gemeinsam ihre verdrängten und in Vergessenheit geratenen Geschichten und Tabuthemen verwahren. Die Idee der Errichtung eines gemeinsamen Zentrums gegen die Vertreibung hatte Marx befürwortet, obwohl er ganz genau wusste und begriff, wie wohl kein anderer Deutscher, was und vor allem wer zu jener Zeit seinen polnischen Freunden ein Dorn im Auge war. Dass er sich bei seinen Bemühungen auch um eine kritische Sicht Polens ausgerechnet auf kritische Polen, wie zum Beispiel auf Jan Józef Lipski gestützt und berufen hat und weiterhin beruft, sollte man nicht einem diplomatischen Geschick und glücklichen Händchen zuschreiben, sondern eher Max Sorge um einen wahrhaftigen und vorurteilsfreien Dialog zwischen Deutschland und Polen. Verehrter, lieber Freund, nein, ein Pole bist du ganz bestimmt nicht. Du hast dein Land nicht verraten, obwohl du Heinrich Heines Stimme in dir trägst und weißt, was schlaflose Nächte in deiner Heimat einmal bedeutet haben. Das Heu aus dem Schwabenländle schaut dir außerdem unter deinem Hemd hervor. Dein Schwabentum, die Schwabe, wirst du einfach nicht los, egal ob in Bahnhof in Stuttgart oder in Warschauer Zentralbahn. Aber man kann dich vielleicht einen Kosmopolen oder einen deutsch-polnischen Versager nennen. Weil du begreifst, wie fließend und gleichzeitig zerbrechlich unsere europäischen Grenzen nach 1989 geworden sind. Ja, wie zerbrechlich das kreative Lebenswerk ist, das du geschaffen hast, und trotzdem ist es so unbegreiflich und unerklärlich wie das Geheimnis der menschlichen Existenz, um es noch einmal mit den Worten des großen polnischen Philosophen Stanisław Brzozowski auszudrücken. Ich freue mich sehr, verehrter Manfred Mack, dass ich dir ausgerechnet im 25. Jubiläumsjahr der Wende auf beiden Seiten der Oder-Neiße-Grenze zu der Verleihung des Kavalierskreuzes des Verdienstordens der Republik Polen gratulieren darf. Du hast diese Auszeichnung auch als ein Oppositioneller verdient, was bestimmt kein Scherz ist. Möge dir deshalb deine Akte, welche du im Institut für Nationales Gedenken einsehen durftest und die du dem kommunistischen Staatssicherheitsdienst zu verdanken hast, kein schwerer Stein mehr auf der Brust sein. Das heutige freie Polen dankt dir und hofft weiterhin auf dein intuitives und kulturgeschichtliches Verständnis. Es hofft vor allem, dass du deine Arbeit fortsetzen wirst, nicht nur im Sinne des erprobten europäischen Dialogs, sondern auch in deinem Sinne, der deinem schöpferischen Geist entspringt. Ich danke dir ganz herzlich.